Knapp 7,2 Millionen Venezolaner haben an einem symbolischen Referendum gegen die Verfassungsreform von Präsident Nicolas Maduro teilgenommen. Rechtlich bindend ist die Abstimmung nicht. Die Opposition spricht trotzdem von einer klaren Botschaft an Maduro. Wir haben keine Medikamente, kein Essen. Menschen essen aus Mülleimern. So etwas gab es noch nicht in diesem Land. Wir wollen keine Diktatur. Wir wollen in Freiheit leben. Ich habe bei allen Wahlen für Präsident Chávez gestimmt, in der letzten Wahl für Maduro. Aber ich bereue es tausendfach, weil ich das Gefühl habe, dass er alles hintergangen hat, an das ich geglaubt habe. Maduros sozialistische Regierung will die neue Verfassung am 30. Juli verabschieden lassen. Die Opposition wirft dem Staatschef vor, er wolle sich mit der neuen Verfassung diktatorische Vollmachten zusichern. Seit Monaten halten die Proteste gegen Maduro an, an der beinahe täglich tausende Menschen teilnehmen. Fast 100 Menschen sind bereits dabei gestorben. Auch bei der Volksabstimmung wurde eine Frau getötet und mindestens 3 Menschen verletzt. Unbekannte sollen von Motorrädern aus auf Bürger geschossen haben, die ihre Stimme abgeben wollten. Die Opposition macht paramilitärische Gruppen aus dem Umkreis Maduros für den Angriff verantwortlich.